Ja, erstmal herzlich willkommen an euch alle. Danke, dass ihr gekommen seid, um euch hier den Vortrag von Professor Dr. Gunter Dück anzuhören. Ich sage ganz kurz was zum Ablauf. Wir machen jetzt ungefähr einen Vortrag von ca. 60 Minuten und dann werden wir eine Fragerunde machen. Die Fragen dazu, das wäre gut, wenn ihr euch die während des Vortrags überlegt. Wir werden die einsammeln und werden dann so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nochmal Fragen stellen und Fragen beantworten lassen. Ich möchte euch aus organisatorischen Gründen um drei Dinge bitten. Das erste ist, weil ich mehrfach gefragt wurde, es gibt keinen Freifunk hier, es gibt kein offenes WLAN hier, es gibt eine super LTE-Anwendung. Mehr können wir euch nicht bieten, das ist hier so. Wir bitten euch darum, dass ihr nicht esst oder trinkt. Ich sehe jetzt keine Flaschen auf den Tischen, aber das ist hier im Plenarsaal verboten. Und dass ihr bitte die Mikrofone, die vor euch sind, auslasst. Also da sind so Knöpfchen. Wir haben alle Spieltrieb, weiß ich. Aber wenn ihr auf den Knopf drückt, dann haben wir hier die Gefahr von... Nein, Toso. Ja, du sollst nicht den Knopf drücken, weil dann haben wir die Gefahr von Rückkopplung über die Mikrofone. Das fiept dann ganz schrill und da haben wir alle keine Lust drauf. Getränke gibt es nachher beim Get-Together. Also ihr müsst jetzt hier nichts trinken, gibt es gleich unten. So, zu unserem Gast. Professor Dr. Gunter Dück, geboren 51. Sie verbessern mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Gut, ich kann auch nur Wikipedia lesen, das ist so. Professor Dück hat promoviert im Fachbereich Mathematik an der Uni Bielefeld, hatte dort auch eine Professur, hat danach Karriere gemacht bei IBM, war unter anderem zuständig für Cloud Computing, verantwortlich, und zwar bis zum CTO hoch und ist im August 2011 ausgestiegen bei IBM. Und ist seitdem, und so nennt er selber, im Unruhestand, arbeitet als Autor, als Redner, betreut seine Webseite omnisophie.de und ist auf Twitter unter @wilddück zu finden. Eine der großen Computerzeitschriften Deutschlands schreibt über Sie, Herr Professor Dück, dass Sie zu den Top 100 Persönlichkeiten zählen in Deutschland, die die Informations- und Kommunikationstechnologie prägen. Wir freuen uns, dass wir jemanden hier haben, der keine Allüren hat. Wir haben gerade schon gesehen, Sie sind hier durch die Reihen gegangen, haben mit den Leuten geredet. Das ist sehr sympathisch. Wir freuen uns, einen so hochkarätigen Redner hier zu haben. Herzlich willkommen, Professor Dr. Gunter Dück. Das hat ungefähr gestimmt. Es ist omnisophie.com. Ja. Ich habe heute gerade eine Mail gekriegt, das kam nicht an, jetzt habe ich es mal mit kommen geraten. Also da auf meiner Homepage sind, kann man so zwei Bücher alle so schon mal lesen. Da mache ich alle süchtig, irgendwie alle 14 Tage schreibe ich da was. Meine Homepage ist das bestgelesene Medium in Deutschland vor der Bild-Zeitung. Das war ein Statistikfehler, die haben neulich mal gezählt, wie viel Artikel einer Zeitung durchschnittlich gelesen wird. Also wenn man jetzt in Süddeutsche hat, dann wird ja fast nichts gelesen. Also vorne das schon 100.000 Mal, aber wenn man die Statistik macht über jeden Artikel einzeln, dann kommt irgendwie so vielleicht 3.000 raus, oder? Und die Artikel auf meiner Homepage haben 15.000 im Schnitt. Ich schreibe allerdings nur alle 14 Tage ein. Dann hat einer so einen statistischen Mist gemacht, so wie das viele machen so. Ja. Und dann ist man gleich Nummer 1 irgendwo. Also muss man nicht so ernst nehmen. Also, okay, ich bin hier wegen der Schuldenbremse. Ich soll jetzt die Piraten sagen, so, dass ich dagegen sein soll. Oder... Na, aber nein, so die Idee ist, dass man dagegen sein soll. Im Grunde, also ich bin aus anderen Gründen dagegen, das habe ich auch heute, ich weiß nicht, ob das sehr beeindruckend war. Ich wollte nur sagen, wenn man eine Schuldengrenze hat, dann ist das irgendwie so in der Schule 4-. Also man darf nicht schlechter sein als 4-, sonst wird man nicht versetzt. Und was soll das so eine Verfassung sein, wenn man da reinschreibt, du sollst nicht schlechter als 4- sein, sonst wirst du nicht versetzt und eine Strafe bezahlen. Das ist doch doof, oder? Also,
Ich meine, im Grundgesetz muss man doch einschreiben, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht? Du darfst ihm gerade noch mal waterboarden zweimal, aber dreimal ist dann verboten. Ja, also man definiert doch nicht eine Grenze, wann irgendwas ein Verbrechen ist, sondern man sagt irgendwie, was man will. Und dann müsste man irgendwie sagen, weiß ich nicht, grundsätzlich sollte der Staat schuldenfrei sein. Und das wäre doch eine gute... Und dann kann man ja von 60% langsam auf 30% mal runterwirtschaften. Also wenn man das gut macht, dann würde man das kriegen. Und wenn dann irgendwas passiert, was jetzt im Gesetz ganz wunderbar geregelt wird, also wann eine Ausnahme ist, also wenn die Konjunktur schlecht ist oder wenn irgendwie was Flut in Dresden ist oder irgendwie der Rhein überfließt, dann ist eine Ausnahme. Diese ganzen komplizierten juristischen Regeln braucht man nicht, wenn man einfach so gar keine Schulden hat, dann kann man zwischendurch mal 10% mehr haben. Man muss nur wieder runter. Also man muss dieses Runterfrieren der Schulden zur Hauptsache machen und nicht die Grenze, dass man da ist. Also das ist meine Meinung. Also so naiv. Ich bin ja jetzt nicht Jurist oder Parlamentarier, aber so naiv. Ein Unternehmer definiert sich doch nicht immer an der Grenze, wo er gerade pleite ist. Also er darf nicht pleite gehen. Und er macht gerade so viel Mist, dass er noch gerade im Business bleibt. Macht man das? Also ich meine, und ich habe so einen befremdlichen Eindruck heute bekommen, so dass die Politiker irgendwie, weiß nicht, das ist so wie die Schüler, die selbst für sich Noten geben und dann sagen, das Ziel ist nicht schlechter als 4- zu sein. Oder dass man ein Gesetz braucht, also die Leute, die im Parlament sitzen, ein Gesetz für sich machen, dass sie jetzt verdammt nochmal irgendwie nicht unverantwortlicher sein dürfen, als unverantwortlich schon ist. Oder also ein normaler Unternehmer würde doch nicht sagen, ich will nicht pleite gehen, sondern ich will Gewinn machen. Das ist doch eine andere Frage. Und dieses Positive habe ich heute so ein bisschen vermisst. Ich habe versucht, das zu sagen. Ja? Ja. Also das ist mein Gefühl dabei. So. Und ich will jetzt ein bisschen sagen, ich kenne mich an Firmen aus, wo man einen Haushaltsstopp hat. Ich weiß nicht, wenn Sie auch in so einer arbeiten, dann sagen die plötzlich vor Quartalsende, jetzt ist Haushaltssperre, das machen ganz viele Firmen. Und lernt man, dass man immer am 1. April und am 1. Juli ganz schnell Gelder beantragt, dass man, dann ist noch kein Haushaltsstopp. Immer Quartal in der Industrie macht man, also wenn die einen neuen Computer brauchen, ist es besser, man beantragt den am 1. Juli. Dann ist auch der Chef in Urlaub und dann geht man zum Stellvertreter, der soll dann so während dem Urlaub aufpassen und den kann man irgendwie mit einem Bier überreden, dass er das dann unterschreibt und so. Und das kennen Sie ja als privat und das macht man dann beim Parlament auch. Also wenn gerade keiner hinguckt, nimmt man dann Schulden auf und so weiter. Und dann wird irgendwie, die Schulden werden irgendwo verschoben. Also das sieht man hier in, so wenn man so von Gießen irgendwo so eine Autobahn fährt, da ist, glaube ich, jede Brücke kaputt, oder? Das sind Tonnen voll Baustellen. Also. Und jetzt müsste man im Grunde mal aufschreiben, wie viel man schon im Minus steht. Also jede kaputte Brücke ist doch Schulden. Das sind so ein paar Millionen Schulden. Jede verdammte Brücke. Und das müsste man doch mal zusammenzählen. Ja, oder man zählt zusammen, wie viel jeder Altersarmut Mensch kostet demnächst. Also das müssen wir irgendwie bezahlen. Und jedes Straßenloch in der Straße wird ja irgendwann mal bezahlt. Und Schulden sind irgendwo da drin, dass die Lehrer, die Angestellten jetzt irgendwie nur 2/3 Gehalt kriegen. Also ich weiß noch mal, ich kenne den Unterschied ganz genau. Ich habe irgendwie zu schnell promoviert, das durfte man nicht. Nee, echt, in Bielefeld. Ich habe in 1,5 Jahren promoviert und dann sollte ich wissenschaftlicher Assistent werden. Und dann haben sie gesagt, das geht nicht, weil ich nicht die Mindestwartezeit von 2 Jahren erfüllt habe. Da musste ich ein halbes Jahr Angestellter sein und wurde dann Beamter, also nach 2 Jahren. Das ging nicht. Und dann habe ich damals mit 1400 D-Mark angefangen. Mein erstes Gehalt, 1493 D-Mark. Und nach einem halben Jahr wurde ich Beamter und dann war es 2100 D-Mark. Das bringt es, oder? Für dieselbe Arbeit. Also ich war nur ein halbes Jahr älter geworden. Und ich kann das den Lehrern nachfühlen. Das
völlig ungerecht ist. Nun diskutiert man, ob Frauen 20% weniger oder mehr verdienen oder die verdienen mehr oder die Pfleger und so, macht man aber nicht weg. Das sind im Grunde verschobene Schulden, alles Schulden. Die werden aber nicht mitgezählt. Das sind irgendwelche Schulden, die sind so halt Ungerechtigkeiten. Und darüber wollte ich auch ein bisschen was sagen. Also praktisch, dass man im Grunde durch Verfallen lassen und Verrotten lassen der Infrastrukturen immer zu Schulden aufhäuft. Die stehen aber nicht bei diesen Zahlen dabei. Und das heißt, die Juristen, die das jetzt ganz genau definieren, wie viel Geld man Schulden haben darf, die blicken das nicht, dass die Schulden woanders sind. Bitte? Doch. Nein, die sollen ja auch nicht diese Schulden zählen, sondern irgendwie das so machen, dass man wieder welche aufnehmen kann. Also, das ist nicht günstig, wenn man die alle mitzählt. Gut, also, ja, und die größten, das habe ich da vorne drauf geschrieben, die größten Schulden ist mangelnde Qualifikation. Also demnächst gibt es nicht Arbeitsplatzverlustangst, sondern nicht Verlustangst, sondern die ist nicht mehr da für das nächste Zeitalter, die hat man nicht mehr. Und darüber müssen wir ein bisschen reden. Also wir haben auch ziemlich viel vorhin diskutiert. Andere Gutachter haben gesagt, guck mal, wir haben das auch überstanden, dass die Trecker die Landwirtschaft abgeschafft haben und dann sind die Leute ja in Straßenbau und in Automobilproduktion gegangen. Das Phänomen dabei ist, dass ein Landarbeiter, dem kann nicht beibringen, Steine zu klopfen auf der Autobahn. Das geht. Das ist kein großer Sprung. Das ist zwar ein anderer Beruf, aber das kann ein Landarbeiter irgendwie beibringen. Also oder bei VW am Band stehen, also was wir uns im Dorf gemacht haben, das kann man auch einem Landarbeiter beibringen. Aber jetzt irgendwie so, bei IBM hatten wir das dann so oft, so schwach autistischen Informatiker, zum internationalen Teamleiter zu machen, das ist eine andere Frage. Da braucht man so diese weichen Skills oder sowas und da braucht man einen vollständigen Upgrade von der Persönlichkeit. Das hilft nun aber nichts. Und diesen Punkt müssen wir mal besprechen. Ja, und da kann ich ganz viele Beispiele sagen. Also jetzt bei Pirateninformatiker können Sie gleich verstehen, aber ich kann das auch mit anderen Berufen irgendwie vernünftig erklären. Und dieser Upgrade-Sprung, der macht richtig Mühe und wir geben uns keine Mühe, ein Bildungssystem zu haben, wo das überhaupt ein Thema ist. Und da wollte ich dann den Punkt machen, dass nicht nur die Straßenlöcher Schulden sind, sondern auch das Vernachlässigen der Bildung. Das hat nichts mit, ich kriege dann so Kribbeln in den Fingern, hoffentlich Sie auch, jetzt sind Sie dann infiziert, wenn ich das gut gemacht habe, dass wenn Sie das Wort Weiterbildung hören, dann müssen Sie seufzen und sagen, ihr Ahnungslosen. Also Weiterbildung hat so irgendwie, dass die Festplatte mit noch mehr gefüllt werden muss. Nicht, dass sie ausgewechselt werden muss gegen irgendein anderes Konstrukt. Die Leute sagen, lebenslanges Lernen. Dann müssen sie auch sagen, ihr Ahnungslosen. Oder noch schlimmer ist Umschulen. Also dass jetzt einer statt Putzdienst BWLer Buchführung macht, so einen Kurs oder so, und dann demnächst auch automatisiert wird von einem DATEV-Programm oder so. Das ist nicht der Punkt. Und da will ich jetzt einfach das Bewusstsein schärfen. Ich sollte mal so weiterblättern. Machen wir das? Einmal? Das habe ich gefunden. Das habe ich geklaut aus dem Internet. Holländisch klingt das schon sympathischer, oder? Das kann man irgendwie verstehen. Fand ich. Die Wahrheit, ich kann das nicht, ist hart. Ist das nicht toll? Also jetzt gemakelig, also weiter. Da steht, ich weiß nicht, ob ich genau die letzten Zahlen habe, dass Nordrhein-Westfalen irgendwie schlimm drin ist. Das kann man historisch erklären, also ich so als Laie, bin kein Spezialist für Nordrhein-Westfalen, aber so als ich klein war, war Nordrhein-Westfalen das wichtigste und reichste Bundesland mit diesen ganzen Stahlmagnaten und Duisburg, da haben wir in der Schule gelernt, das ist eine ganz reiche Stadt, wo der weltgrößte Binnenhafen ist und wo überhaupt die ganzen Dinge umgeschlagen werden. Und Duisburg, das ist Millionär, also der Traum ist nach Duisburg. Ja, nein, echt, haben wir gelernt, der größte Binnenhafen der Welt. Muss man immer lernen. Was? Ja, in Heimatkunde. Und
das hat uns schwer Eindruck gemacht. Und Essen und die ganze Krupp, Thyssen und so weiter, das war viel Reichtum. Und da sind die ganzen Gastwissenschaftler hingegangen und so weiter. Ja? Und das haben wir alles in der Heimatkunde gelernt. Und dann ist so ein Land so total toll. Und Bayern ist bitterarm gewesen, wenn man das auch noch weiß. Und die waren so arme Bauern, die hatten nur Milch, die mussten das Businessmodell ändern, vielleicht von so Kuh auf Skilift. Und das haben die irgendwie aber hingekriegt. Also Bayern ist jetzt irgendwie doch so ein reiches Land, weil sie sich Mühe gegeben haben, die waren arm. Und dann gibt es so ein Auf und Ab zwischen den Bundesländern. Also das Extrembeispiel ist Finnland, denen geht es jetzt sehr schlecht. Finnland war das bestgehende Land der Welt, weil Nokia so 30% vom Bruttosozialprodukt oder sowas gemacht hat. Und dann haben sie vergessen, dass es auch Handys ohne Tasten gibt. Das haben sie nicht so richtig verstanden. Und dann geht ein ganzes Land wieder in den Bach runter. Und das passiert eben mit Ländern ab und zu. Und dann muss sich in Nordrhein-Westfalen irgendwie wieder erholen. Das geht einfach nur, indem man das irgendwie neu konzipiert. Das hat nichts mit einer Schuldengrenze zu tun. Ich kann doch nicht irgendwie sagen, dann nehmen wir irgend so eine imaginäre Grenze und wir reden jetzt darüber, wie viel Geld wir ausgeben oder nicht ausgeben, sondern man muss irgendwas anderes machen. Das hat doch Dresden auch gemacht. Sagen Sie, dann nehmen wir irgendwie Chipwerke da rein. Ich meine, ob das jetzt so ganz genau alles gelungen ist, ist dahingestellt. Aber in der Infineon ist ja da, glaube ich. In Leipzig sind die. Aber das ist eine Aktion der Politik, die tun was. Und zwar inhaltlich und nicht an den Schuldengrenzen. Und jetzt hat man natürlich so das Gefühl, dass Nordrhein-Westfalen eben ganz viele Schulden hat und in der Industriepolitik stimmt irgendwas nicht in der Infrastruktur. Und jetzt muss man gegenüber Bayern zwei Dinge machen. Also erstens die Schulden abzahlen und dann noch die ganze Struktur ändern und das alles aufholen. Gibt es eine Vorstellung dafür, dass man das tut? Da muss man doch ganz wahnsinnigen unternehmerischen Willen haben, das echt umzustellen. Also es ist so, dass man schlechte Laufschuhe hat gegenüber den anderen, 100 Meter zurückliegt und kein Geld hat, sich irgendwie Mineralwasser zu kaufen und muss den trotzdem überholen. Und was ist die Vorstellung, wie man das macht? Also, dann sagen die Leute, das wird in Bayern regeln, weil sie beim Länderfinanzausgleich dann irgendwie zahlen müssen. Ja, und dann sagen sie, NRW ist jetzt so wie Ossiland vorher. Das geht so nicht. Also das würde ich von außen naiv sagen. Also wenn man hinten dran liegt, muss man gucken, wie überholt man die anderen. Also nicht nur, wie überlebe ich das mit 4-, sondern wie überhole ich die? Und das ist eine ganz andere Frage. Da muss man irgendwie einen Willen haben. Und dann werden so Dinge vorgeschlagen, wie denn, das naiv ist das ganz schön für einen Politiker. Also für eine Bildzeitung ist das toll. Also wenn die Schuldengrenze überschritten wird, dann werden alle Leute automatisch mehr Einkommensteuer zahlen müssen. Ja, ich meine, was? FDP. Stellen wir mal vor, also wir nehmen mal so ein Szenario, also die Einkommensteuer ist jetzt irgendwie geregelt und dann ist die Schuldengrenze 1 Euro überschritten oder so 1 Milliarde, halt nur, ist auch wenig. Und dann gehen die Einkommensteuern um 5% im Land hoch. Was passiert dann? Wird die Regierung auf der Stelle abgewählt, ist doch klar, oder? Das ist ja auch der Sinn der Sache. Also deswegen macht man die Strafe ja, dass die Bevölkerung dann weiß, was sie zu tun hat, also abwählen. Und da die Regierung das ja auch weiß, dass sie sofort abgewählt wird, wenn die Einkommensteuer steigen, wird sie die Schulden irgendwie so lange runterschummeln, bis sie weg sind. Das heißt, ich meine, das klingt immer gut, also als Schuldenbremse gut, erhöhen wir die Einkommensteuer automatisch. Das bringt aber nichts, weil die Folgen so gravierend sind für die Regierung, dass sie das irgendwie vermeiden muss. Und dann wird es natürlich irgendwie vermieden. Das geht halt nicht. Machen wir weiter. Das habe ich jetzt schon erklärt, ja. Schuldengrenze ist nicht das, was gesund ist. Das ist wirklich 4-, also das ist jetzt noch eine andere Erklärung. Also, es geht einfach darum, dass man gesund ist und nicht, dass die Leberwerte kurz vor Leberkrebs sind oder so. Oder dass mein Cholesterin kurz vor Absturz in Blutverfettung ist oder so. Da gibt es jede Menge Grenzen, also das ist für Unter- und Überernährung.
sie soll doch aber eine Mitte sein und die Mitte wird nicht definiert. Die Mitte könnte in der Verfassung eben sein, wir sollen ganz schuldenfrei sein oder sowas. Wir haben auch im Ausschuss diskutiert, also das wurde dann auch so zwischendurch, merkt man das, dass die Leute irgendwie die Maastricht-Kriterien im Kopf haben. Es hat irgendwie jeder gelernt, dass man 60% Verschuldung haben darf. Haben Sie das auch gelernt? Das steht dauernd in der Zeitung, das sind die Maastricht-Kriterien und man darf nur 3% Neuverschuldung machen, sonst muss man Strafe bezahlen. Ja. Ich habe mich jetzt also ein bisschen vorbereitet, die Quellen rausgesucht und auf der Wikipedia steht, wie die Maastricht-Verträge zustande kommen, kann man nachlesen. Und da hat sich irgendwer hingesetzt und gesagt, 60% ist die Grenze, das hat irgendeiner erfunden. Wahrscheinlich ist das gerade die gewesen, die Deutschland gerade hatte. Können wir uns mal gucken, also damit wir schon mal klingelt. Und dann steht da, man hat mal angenommen, dass 3% das Wachstum ist, also für die nächsten 30 Jahre, und 2% ungefähr Inflation. Das heißt, man hat insgesamt 5% Wachstum, also brutto. Also 3% echtes Wachstum plus 2% Inflation sind 5%. Und dann nimmt man 5% von 60 ist 3. Deswegen darf man 3 immer oben drauf legen. Wenn man 3 oben drauf legt, ist die bleibt bei 60, ja, weil es ja alles gewachsen ist. Und das haben die Politiker jetzt noch im Kopf, das ist jetzt 2015, das ist aber schon so 12 Jahre her, bei den Maastricht-Verträgen. Und inzwischen gibt es gar keine Inflation mehr und Wachstum auch nicht. Dann müsste man doch sagen, die Maastricht-Kriterien müssen wir irgendwie gleitend umformen, dass man sich jetzt gar nicht mehr neu verschulden darf oder so. Das machen sie nicht. Dann gibt es ja eine Schuldengrenze. Die Schuldengrenze sind die Maastricht-Kriterien. Dann sagt, ja, dann sagt Frankreich, sie wollen das vielleicht erst so in 20 Jahren neu machen oder Italien irgendwann. Bemühen sich. Dann wird es eben verschoben, damit die nicht austreten. Das wird bei Nordrhein-Westfalen auch so gehen. Also wenn sie einfach wild weiter Schulden machen, dann wird man dann nehmen wir nicht 2019, sondern 29 oder so. So wie beim Berliner Flughafen. Ja? Jetzt können wir dann geht es immer darum, dass man Handlungsspielraum hat. Das erkläre ich jetzt gleich mit Schule. Also für Leute, die in der Schule sind, die können das besser verstehen. Also, ich wollte nur sagen, wenn einer 4- hat in der Schule, der hat keinen Handlungsspielraum, der muss immer morgen die Vokabeln machen. Ist mein Sohn Johannes gekommen, bring mir diese folgenden 50 Vokabeln bei. Sag ich, Latein, Ratio. Vernunft wusste er. Dann sage ich, kennst du das vielleicht auch im Deutschen? Du sollst mir nur diese 50 Vokabeln rein, die muss ich morgen können. Und das Deutsche ist ganz egal. Ich sage, kennst du das vielleicht im Englischen? Papa, es geht um meine Existenz. Es geht nicht um meine Existenz, es geht darum, dass du Englisch lernst irgendwann und Latein. Was machen wir jetzt? Du sagst, ich habe keine Zeit, ich muss morgen diese 15, so kennt ihr das? Das habe ich auf der nächsten Folie. Ich habe mal aufgeschrieben, wie viel Arbeit man braucht, um eine Note zu kriegen in der Schule. Das glaubt mir kein Mensch, also das ist aber gesichert. Also ich behaupte, die Note 4-, wieder zurück, die Note 4-, die macht am meisten Arbeit. Ich weiß nicht, das verrät keiner einem. Also, sie sind doch immer am Existenzminimum, sie müssen immer kämpfen und so weiter. Sie kommen immer Schimpfe, immer zu kommen blaue Briefe. Die Eltern befassen sich mit mir. Ich kriege immer Strafen. Andere dürfen rausgehen. Ich muss aber kriege keinen Fernseher. Mir nehmen sie das Handy weg. Es gibt alle möglichen Strafen. Ich zähle immer die Vokabeln, die ich morgen können muss. Und dann mache ich immer Bulimie lernen. Also den nächsten Morgen können sie weg, dann kommen irgendwelche anderen Formeln wieder rein. Und dann wird das Kurzzeitgedächtnis immer umgeschichtet und es passiert nichts.
Und wenn man jetzt einfach normal Englisch lernen täte, so ganz normal, dann wäre es ja alles erledigt. Und es ist auch klar, dass man das können müsste. Also dass man, ich habe meinen Kindern gesagt, du weißt aber, dass das Ziel der ganzen Sache ist, dass du dann irgendwie, wenn du auch bei IBM angestellt wirst, dann nur normal Englisch lernen reden können muss. Das ist, also das hat nichts mit diesen 50 Vokabeln zu tun. Und dann sagt Papa, ich habe keine Zeit. Ja, ich habe das, machen wir einen weiter, ich habe das auf der nächsten Folie, also man kriegt Prüfung, Reviews, Nachbesserung, Anschluss, das ganze Zeug, also mit 4-. Das kriegt man oben auf die Arbeit drauf. Und bei 2- ist alle, also 2+ bis 2- ist irgendwie das Feld, wo man am wenigsten arbeiten muss. Wenn man mal 1 haben will, muss man schon wieder irgendwie ein bisschen Leidenschaft entwickeln, das ist schon klar. Also ich, wenn das jetzt gefilmt wird, mein Sohn sieht das dann, aber er wollte mal, das ist eine echte Geschichte, er wollte mal Richter werden und hat so ein begleitendes Praktikum im Gericht in Heidelberg gemacht und da kam er zurück und hat gesagt, ich will Richter werden, das ist mein Traumberuf. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, du da. Dann musst du der beste Jurist in Nordrhein-Westfalen oder sogar in Baden-Württemberg sein. Also der Einzige, der eine 1 im Staatsexamen macht. Und dagegen ist sowas wie eine 1,0 im Abitur läppisch. Einfach. Und dann versuch doch erstmal sowas easy. Also, dass man vielleicht erstmal mit einem 1,0 im Abitur anfängt. Das wäre schon eine kleine Fingerübung, bevor du das da irgendwie hinkriegst. Und dann hat sie ihn irgendwie gestochen und hat gesagt, das mache ich jetzt, damit du es mal siehst. Und nach 6 Wochen war er überall so auf 1-. 2, 1 bis 2, 5 von so 3 irgendwie. Und da kam er zu mir und hat gesagt, guck mal, wenn du den Verstand in der Schule angeschaltet lässt, brauchst du keine Hausaufgaben mehr zu machen, weil du das ja alles weißt. Sag ich, guck, das wollte ich dir jetzt 12 Jahre beibringen. Und dann hat er behauptet, er hat das selber rausgefunden, das habe ich ihm in diesen Irrglauben gelassen. Und er hat dann irgendwie das dann so durchgehalten. Er hat gesagt, du, das ist viel einfacher. So, und das muss ich jetzt jedem Menschen im Arbeitsleben, jedem Politiker immer neu verraten, dass 2+ irgendwie besser ist. Und wenn man das einem erzählt, der eine 4 hat, dann sagt er, das klappt ja nicht, also da muss er ja hart arbeiten. Ich sage, nein, musst du nicht, musst du einfach eine einmalige Anstrengung, vielleicht dich mal so ein bisschen interessieren dafür und dann geht das irgendwie von selbst, glauben Sie nicht. Und das ist das härteste Problem bei Mitarbeitern. Also ich glaube, es gibt so eine interne, weiß ich nicht, bei Studenten, so wann ein Student oder ein Schüler meint, dass er eine bestimmte, dass das jetzt okay ist. Also das ist so ein internes Level, was irgendwie, glaube ich, ich immer gespürt habe in allen Diplomanten, allen Schülern. Und das ist sehr schwer zu verändern. Es ist unglaublich schwer zu verändern. Also dass man einen wirklich von 4 auf 2 kriegt. Ich weiß, so genau weiß man das nicht. Also bei meinem Sohn hat das einmal so geklappt, weil er gerade Jurist werden wollte. Richter. So genau weiß ich das nicht. Also wir haben mal so Versuche gemacht, ich war als Professor in Berliner Aragalgebar Übungen programmiert, nachgeguckt, den allerersten Zettel, in Aragalgebra 1, haben wir korrigiert und eine Schätzung gemacht, was der im Diplom für eine Note hat und ob er Professor wird. Das haben wir aufgeschrieben. Das waren die ersten 10 Seiten des Lebens an der Uni und das hat gestimmt. Das sieht man, also ob die Leute sich Mühe geben oder ob sie interessiert sind. Gar nicht so sehr an den Fehlern, aber ob einer da sich Mühe gibt oder ob einer das abschreibt oder so irgendwie, das bleibt immer so. Und das ist eine ganz harte Sache, das können Sie bei Ihren Kindern irgendwann probieren, ob sie das hinkriegen. Und so ist Politik eben auch. Also es ist unheimlich schwierig zu sagen, ich komme von dem roten Bereich dann in den grünen. Das ist nicht so ganz easy. Aber verstandesgemäß ist es klar, also vom normalen Intellekt, also es ist einfacher, gut zu sein, wenn man nicht so viel arbeiten muss. Okay. Ja, was ich meine, dass die Schuldengrenze, über die wir reden, gerade diese rote Barriere ist, dass man einfach 4- festlegt. Das ist nicht gesund.
weil es irgendwie dazu führt, dass man immer an diesem vielen Muss dran klebt. Also praktisch der Blick ist immer auf dem Roten. Und der Blick muss irgendwie auf das Grüne. Das ist nicht einfach, dahin zu kommen, das habe ich jetzt gerade versucht zu erklären bei normalen Menschen, aber wenn Sie irgendwas Ahnung von Psychotherapie haben, also wenn Sie einem Alkoholiker beibringen müssen, dass er Alkoholiker ist, oder einem Depressiven, dass er depressiv ist, also das heißt Krankheitseinsicht, das dauert schon mal ein Jahr, also das ist nicht so einfach und diese Krankheitseinsicht fehlt irgendwie den Politikern so ein bisschen, also dass man auch die Verantwortung dafür übernimmt und sagt, jetzt komm. Und dann, deswegen würde ich eben, wenn ich schon die Verfassung ändere, das irgendwo auf das Grüne lenken und sagen, das ist das Ziel. Das muss jetzt nicht, also man kann relativ weit davon entfernt sein, aber das würde ich irgendwo so sagen. Nächste, bitte. Und ich habe ein bisschen so aufgeschrieben, was ich in meinen Bilanzen lese, nur einfach, kann einen Tonnen voll davon schreiben. Also ich kenne die ganzen Sprüche. Das sind diese ganzen Ausnahmen. Also in den Verfassungen für die Schuldengrenze werden ja dann Ausnahmen aufgenommen und in der Wirtschaft können Sie sich die Ausnahmen jeden Tag angucken. Also heute steht, dass Siemens irgendwie jetzt ein Sanierungsfall ist, ja, in der Wirtschaftswoche. Da kam heute mit Internet. Also ich habe so ein Newsletter. Dann sagen Sie, das liegt daran, dass zufällig die Züge nicht gehen. Und werden die nicht vom TÜV abgenommen. Und dann zufällig kann man die Windräder in der Nordsee nicht richtig, das ging nicht. Und jetzt ist es Pech dazu gekommen, dass jetzt auch die Kernkraftwerke nicht mehr so gut lieferbar sind und so weiter. Und dann in solchen Situationen gibt es dann immer, das ist so eine einmalige Situation, die wird jetzt gefixt und dann geht es weiter. Und das ist immer, also das ist sehr schwierig. Im Amerikanischen steht dann immer, we'll take a one-time charge. Wir müssen jetzt außerplanmäßig einmal 5.000 Leute entlassen, sagen alle Firmen. Und dann schreiben wir einmal für die ganzen Abfindungen 1 Milliarde ab und dann ist aber wieder gut. Und das wäre aufs Land Nordrhein-Westfalen bezahlen, wir machen mal zufällig jetzt 5 Milliarden oder 10 Milliarden Schulden und machen einmal die Brücken heil. Und dann ist aber wieder gut. Und was damit mit dieser One-Time-Charge gut gemacht wird, ist sozusagen, dass man hat 10 oder 20 Jahre einreißen lassen, immer wieder, immer wieder. Und bei den Firmen ist es meistens so, dass sie sich nicht trauen, einen Menschen zu entlassen, sondern sie warten, bis es wirklich einreißt und es ist 2 werden und 100 und 1000 und bei 5000, das klingt gut genug, dann sagen sie, wir sind existenzgefährdet und schmeißen alle auf. Und das ist dann eine One-Time-Charge und dann ist alles wieder gut. Und dann haben sie wieder Zeit gewonnen, das hinzukriegen. Also und in den Gewinnzahlen, also wenn Sie bei Wall Street gucken, wird das nicht berücksichtigt. Das finde ich relativ skandalös. Also die One-Time-Charges werden von den Analysten nicht genommen. Also der Gewinn ist 5 Cent pro Aktie, 5 Cent pro Aktie, 6 Cent pro Aktie, dann kommt eine One-Time-Charge. Das wird aber nicht so mitgezählt. Sie sagen, ohne diese One-Time-Charge wäre es doch wieder 6 Cent, aber in Wirklichkeit war es minus 1 Dollar. Und das wird nicht mitgezählt und das verschwindet in der Statistik. Und deswegen machen die das so, also wenn sie gut im Management sind, dann lassen sie es ganz lange einreißen. Dann warten sie, bis der Vorstandsvorsitzende gerade in Pension geht und der Neue sagt, ich habe einen desolaten Zustand vorgefunden, was die Politik regelmäßig macht. Wir haben jetzt mal einen Kassensturz probiert und wir haben erschütternde Zustände vorgefunden und müssen jetzt erstmal wieder ein paar Milliarden Schulden aufnehmen. So geht das. Und im Grunde ist es nicht so, dass da erschütternde Zustände aufgefunden wurden, sondern man hat es lange einreißen lassen. Man weiß schon lange, dass diese G36-Gewehre nicht zählen können. Also ist jetzt einer auf die Idee gekommen, haben Sie vielleicht in der Zeitung gelesen, hat einfach ein paar Gewehre genommen, sie warm geschossen, 2 Magazine rausgeschossen und dann geguckt, ob sie noch treffen. Also das ist ein normales Experiment, das kann ein normaler Abiturient hinkriegen. Also so nimmt einfach 5 Gewehre, ein paar hundert Patronen, schießt ein bisschen auf Zielscheiben, macht man auf den Amboss, klemmt sie fest, dass da nicht irgendwie einer zittert, und dann drückt man einfach den Abzug und guckt. Nehmen Sie einfach 10 Gewehre aus 10 verschiedenen Lokationen, ein paar hundert Schuss Munition. Das macht man doch an 3 Stunden, ist das Experiment fertig und dann hat man es, oder?
brauchen die 30 Jahre oder so, um das rauszukriegen. Also es wird immer irgendwie gesagt, dass das angeblich so ist, und kriegen dann nicht 2 Stunden Zeit, sich es einmal anzugucken. Und es wird einfach unter den Tisch gekehrt. Und jetzt stellen wir fest, dass alle Infrastrukturen irgendwie ruiniert sind, also die Straßen und die Brücken und die Gewehre und die Panzer fahren gar nicht richtig. Und die Spähpanzer in Afghanistan, die verbrauchen so viel Reifen. Man wusste nicht, dass da Sand ist. Man hat gedacht, dass man den Krieg in der Ukraine führte. Und so weiter. Also ich jammer jetzt ein bisschen. Ja? Das sind alles, das ist, wenn Sie so wollen, User-Speech oder 4-Speak. Da ist man sehr vorsichtig. Also wenn Sie Geld anlegen und einer kommt so mit One-Time-Charge. Schwierig. Oder Impairment. Also wir haben festgestellt, dass der Wert der aufgekauften Firma, die wir neulich für 5 Milliarden gekauft haben, eigentlich nur eine 1/2 Milliarde ist. Und wir machen eine One-Time-Impairment-Charge und schreiben das ab. Das macht ja nichts, kostet ja kein Geld. Also weil ja in der Bilanz einfach nur steht, statt 5, 1/2. Das ist halt weg. Und die Aktionäre werden dann immer beruhigt. Okay, nächste. Ja, ich weiß nicht, es ist halt eine Notbremse, habe ich erklärt. Und im Grunde schützt sich ein System selbst gegen Unverantwortlichkeit. Ich habe da gerade so einen Rand geschrieben über das Gesetz der kleinen Zahl, das kann man auf meiner Homepage finden. Ich weiß nicht, ob die das auch in der Firma schon haben, dass die Mitarbeiter immer eine Glockenkurve in der Leistung sind, in der Schule auch. Also es muss immer Schlechte und Gute geben. Also das heißt, man hat das gelernt, wenn man Millionen Schüler hat, dann gibt es eine Glockenkurve und man nimmt an, dass es bei 5 Schülern in der Klasse auch schon so ist oder in der Abteilung. Und dann sagt man einfach, es müssen auch Schlechte geben und so weiter. Und das ist so ein Beispiel, was in allen Firmen gerade ist. Also wir haben das mal freigeschaltet. Wenn Sie die Noten freigeben in der Schule, dann machen die das wie beim Religionslehrer, gibt jedem nur 1. Es gibt ganze Fakultäten, so in Biologie musste ich mal für die Deutsche Studienstiftung was begutachten, da haben sie von 35 Vordiplomanten 33 vorgeschlagen für die Studienstiftung, weil die alle eine 1,0 hatten. Und wenn alle eine 1,0, dann ist man das problemlos. Und gegen diese Unverantwortlichkeit haben die Arbeitgeber jetzt diese ganzen Regelungen auch im öffentlichen Dienst mit den 25 Punkten eingeführt, dass man auch schlecht mal beurteilen muss. Das ist ein Markenchef nicht so richtig, weil er dann ein unangenehmes Gespräch hat, dann schüttelt er sich. Und dann gibt es lauter so Bestimmungen, diese Bestimmungen, jetzt sagen wir mal mit dieser Glockenkurve zum Beispiel, die ist völlig irreal. Also wenn man annehmen kann, dass eine Führungskraft normal gerecht urteilt und ein Lehrer normal gerecht urteilt, dann kann man nur die Noten freigeben. Wenn alle gut sind, sind alle gut. Wenn alle schlecht sind, sind alle schlecht. Aber die Umwelt macht das nicht mit. Also wenn alle gut sind, maulen welche. Wenn alle schlecht sind, maulen die Eltern und springen alle so. Also Gerechtigkeit geht nicht so richtig. Und es geht schon, aber der Lehrer muss stehen bleiben und sagen, und hier stehe ich und ich bin gerecht. Auch wenn die Leute schimpfen und dann sagen sie, das geht nicht und zum Schluss machen sie alle die Glockenkurve. Und das hat gar nichts mit den Schülern zu tun, sondern mit der Unverantwortlichkeit der Lehrer und Eltern. Und diese ganzen Bestimmungen, die wir haben, ist nicht gegen das Volk oder hat nichts mit dem Volk zu tun, sondern die Führung, das System schützt sich gegen die Unverantwortlichkeit der Führung. Trauen sich nicht einfach normal verantwortlich zu sein. Warum machen sie sich selber Regeln? Und dann sagen sie, es geht nicht anders. Und dann sagt er, also ich erkenne das so im öffentlichen Dienst. Warum kriege ich nur fünf Punkte? Und dann sagen sie, einer in der Abteilung muss 5 Punkte haben. Dann sagt er, was Unrecht. Dann sagen sie, komm, einer muss. Ich weiß nicht, sind Sie im öffentlichen Dienst? Geht das hier schon? Baden-Württemberg fangen sie gerade an. Man kriegt 0 bis 25 Punkte. Meine Frau ist bei Max Planck, dann fangen dann an. Die erste Runde ist, dass sie allen 25 Punkte geben. Dann ist das Problem weg. Und dann kommt das System und sagt, so ist das nicht gedacht. Zweiter Versuch ist, alle kriegen 15 Punkte. Das System sagt, der Durchschnitt muss 15 sein. Dann zweiter Versuch, alle 15 Punkte zu geben. Dann sagen die Guten, nee, das will ich nicht, ich bin besser.
Und dann sagt er, aber dann muss ich einen schlechter machen, weil der Durchschnitt 15 ist. Und dann gibt es Krieg. Und dann gibt es irgendwo eine Glockenkurve. Und das hat aber nichts mit den Leuten zu tun, sondern mit der Führung. Okay, also das war nur so ein Beispiel, was jetzt gerade so eingeführt wird. Also in der Wirtschaft ist das schon lange so mit dem Gesetz der kleinen Zahlen, mit der Glockenkurve. Und den Streit kann ich Ihnen jetzt so, ich habe das mitgemacht in der Industrie, in vielen verschiedenen Firmen, auch in meiner, wo ich gearbeitet habe. Und diesen ganzen Krieg kann ich Ihnen jetzt schon vorhersagen. Also wenn das demnächst bei Ihnen vorher aufschlägt, dann kann ich auf Jahre voraussagen, was dann alles passiert. Meistens entlässt man ja die mit dem 5 dann, also weil die schlecht sind. Also wenn einer entlassen wird, nimmt man die. Nächstes Jahr muss wieder einer 5 Punkte kriegen. Dann geht das immer so weiter. Okay? Machen wir weiter. Jetzt mal ein ganz anderes Thema. Das war im Ausschuss auch. Also da sind immer Ökonomen. Ich habe irgendwie eine tiefe Abneigung gegen sowas. Also ich wollte auch mal sowas in der Bank arbeiten, so als ich 17 war, und habe noch zusätzlich die Volkswirtschaftslehrung Übung mitbelegt. Damals musste man gegen den Schah demonstrieren. Anfang der 70er Jahre, also alle machten immer eine Woche, wurde die Uni dicht gemacht und dann demonstrierten wir gegen den Schah. Und wir hatten uns überlegt, wir demonstrieren gegen Mikroökonomie 2. Und wir sind dann vor die Lehrstühle gezogen und haben rausgefordert, der Professor soll rauskommen und uns erklären, wozu wir das lernen müssen. Und das haben sie einem Assistenten rausgeschickt und haben gesagt, wir sollen warten, bis wir ins Hauptstudium kommen. Also dann würde irgendwie eine Einsicht wachsen. Und wir haben gesagt, wir sollen aber den Professor selbst, er ist nicht rausgekommen. Also das hatte, ich habe es bis heute nicht verstanden. Mein Sohn hat wieder Mathe- und Volkswirtschaftslehre studiert. Und der kam dann wieder mit denselben Gesetzen für den Homo Ökonomikus. Jetzt verstehe ich das schon ein bisschen besser, also Mikroökonomie 2 habe ich immer noch nicht verstanden, aber ich weiß, wozu das gut ist, oder ich weiß nicht. Also ich gebe nur mal einen Punkt, also was so ein Student am ersten Vorlesungstag, also im Homo Ökonomikus gibt es so eine unschuldige Bedingung, die versteht man nicht so richtig, mein Sohn auch nicht, aber sie ist okay. Das heißt, wenn man zwei Güter hat, die genau gleich viel wert sind, also die mir als Subjekt genau gleich viel wert sind, und ich habe Geld, mir was von diesen zwei Gütern zu kaufen, dann kaufe ich nicht, also dann ist es unnormal, das Geld nur von einem zu nehmen, weil mir die ja beide gleich wert sind und man kauft eine Mischung. Okay. Sag mal so gemault und warum konnte ich nicht eins kaufen? Sag, nee, das ist nicht normal. Und man sagt, na gut, ist ja nicht so schlimm, oder? Der Punkt ist, da muss ich drei anhören. Wenn Sie zwei Punkte haben nebeneinander, die sind gleich hoch auf dem Achsenkreuz, und dann sagen Sie, in der Mitte ist irgendwas, habe ich lieber. Also, dass ich eine Mischung kaufe, ist lieber. Das liegt höher irgendwie. Also, das ist mir doch mehr wert, das in der Mitte. Also, wenn zwischen zwei gleichen Punkten immer noch einen höheren gibt, dann erzwingt das mathematisch, dass die Kurve so sein muss. Also, die kann nicht so sein, weil dann ist das geht nicht. Die muss so sein. Die ist dann konvex, wenn Sie das schon mal gelernt haben. Und konvexe Kurven haben genau ein Maximum, weil sie nicht so sein dürfen, das ist so. Und das kann einer, so ein Volkswirt, ohne weitere Mathekenntnisse einfach ausrechnen. Also man kann es ableiten, gleich Null setzen und es hat genau ein Maximum oder Minimum, wenn man das vorhin. Und dann ist diese ganze Theorie, also mit diesen 16-stöckigen Differentialbrüchen, ist total einfach, weil man immer diese Bedingungen dann hat, wann das gleich Null sein muss, die Ableitung. Es hat auch eine Ableitung, es kann nicht irgendwie eine zackige, sowas kann auch nicht rauskommen, also es ist dann schön glatt. Und dann besteht der ganze Restwirtschaft aus irgendwie so was, wo ein Maximum da ist, und das müssen die Politiker dann irgendwie umsetzen.
In der Wirklichkeit kommen konkave Firmen überhaupt nicht vor, nie. Aber in der Wirtschaft nur, weil die schon mit diesem Humor, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, ich wollte nur sagen, wenn sie nur diese Axiome akzeptieren in der ersten Vorlesung, schon eine VWL, schon verloren. Und so weiter. Das geht so nicht. Also dass man, ist diesem Ausschuss auch gesagt worden, jemand war da schon das dritte Mal da und der kann jetzt neue Aussagen machen, weil im Jahr 2009, ja bis heute 5 Jahre, da haben sie jetzt wissenschaftlich neue Erkenntnisse gesammelt, die Volkswirtschaftler. Das geht jetzt für mich. Also ich bin, in Mathematik kann man das nicht sagen. Also das, wir haben 2009 einen Lehrsatz bewiesen und jetzt ist die Wissenschaft weitergekommen und wir beweisen jetzt das Gegenteil, oder? Also als Mathematiker macht mir das Magenschmerzen. Also ja, und was ich sagen will, das Internet, abgesehen von dieser VWL, das Internet macht jetzt eine Lage, dass alles so unstabil ist, dass es gar keine Konjunkturwellen mehr gibt. Können Sie sich das vorstellen, dass das so sein könnte? Für eine gewisse Zeit. Muss nicht für immer sein. Aber normalerweise die Konjunkturwellen sind so, dass die Nachfrage anzieht und alle Leute mehr Geld verdienen und dann geht es hoch. Und dann gibt es irgendwie so eine Störung, wieder ein bisschen runter, dann stützen der Staat stützt dann die Wirtschaft, dass sie wieder hochgeht und geht jetzt immer so weiter. Und man hat auch Vorstellungen, wann das sein könnte. Also man sagt so 8 Jahre, 7 Jahre habe ich noch selber im Studium gelernt, heute sind 8 genannt worden im Ausschuss, dass es irgendwie so Wellen gibt, die 8 Jahre so laufen. Wenn jetzt aber durch das Internet alles kaputt gemacht wird, alles, überhaupt alles, dann ist es doch so, dass RWE zum Beispiel, also die goldgrubeste Firma war zum Beispiel, was ich gelernt habe früher, Heidelberger Druckmaschinen, wo ich jetzt wohne. Die hatten, glaube ich, mehr Gewinn als Bilanzsumme oder so, wenn das geht. Wahnsinnig profitabel. Und jetzt kommt aber so das Internet und dann sagt man, drucken muss man jetzt nicht so unbedingt. Letzte Woche hat Weight Watchers gesagt, Weight Watchers hat das Quartalsergebnis völlig verhagelt, versaut, der Umsatz ist um 14% gefallen. Und sie haben sich gewundert, es gibt doch immer noch dicke Leute. Und es liegt daran, dass die Leute jetzt Apple-Uhren kaufen und das irgendwie nicht mehr mit so schmacklosem Zeug probieren, sondern mit den Uhren. Davon nehmen sie auch nicht ab, aber das ist spannender. Herzog. Und ich kann Ihnen jetzt alle Branchen durchgehen, also die Stromwirtschaft hat Probleme, nicht nur mit, die tun immer so und sagen, das liegt an Fukushima, das stimmt nicht, man braucht ein smarter Grid. Also die müssen sich zusammenstehen und die Regelung, die Ausregelung bundesweit machen. Die Banken haben ein Problem gegen PayPal, weil wir alle mit PayPal bezahlen und demnächst mit Google Wallet. Und sie könnten die Banken ein eigenes Bezahlsystem machen, das kriegen sie aber nicht hin, weil sie sich streiten. PayPal streitet sich nicht. Dann haben wir das Problem mit dem ganzen Google und sie können alle Branchen durchgehen, alle wie sie wollen. Die haben alle ein Bruchproblem mit dem Internet, alle. Und das bedeutet, dass so Firmen wie nur Imperien wie Nokia runtergehen und manche kommen wieder rauf. Und das ist so ein Kommen und Gehen. Und das ist nicht so, dass die Wirtschaft jetzt, dass die Verbraucher plötzlich mehr kaufen und dass die Wirtschaft floriert und dann geht es wieder runter. Und dann geht es mal wieder rauf und runter. Und das ist jetzt nicht so. Und meine Behauptung, ich müsste jetzt eigentlich eine Studie machen. Also wenn ich jetzt so ein normales RWI hätte, so ein Institut, dann würde ich eine Studie machen und stelle fest, in den letzten 3 Jahren gab es keine Welle und aber wahrscheinlich dann wieder. Also das mit den Studien machen hilft nichts, weil die ja sich auf die Vergangenheit beziehen. Also ich muss jetzt irgendwie eine Meinung haben. Und meine Meinung ist, für eine Weile, vielleicht bis 2030, gibt es keine Wellen. In dem Gesetz für die Schuldengrenze steht aber, man darf, wenn die Konjunktur schlecht ist, irgendwie Schulden aufnehmen und die muss man dann wieder rückführen, wenn die Konjunktur raufgeht. Und jetzt weiß leider keiner von den Politikern heute, glaube ich, wann das ist, wenn die raufgeht, weil es keine Wellen gibt. Die haben gerade gesagt, das Wachstum der Bundesrepublik Deutschland ist nicht 1,1%, sondern 1,8. Das ist viel mehr als erwartet. Vor 10 Jahren, also mit dem, als der Euro anfing, da hat man gesagt 3% plus 2%, da hätte man gesagt 1,8 ist das Desaster aller Zeiten. Und heute sagt man, das ist Glück,
Und das kann man nicht mehr so machen mit dem Wählen, weil das sich ganz an die Beurteilungsgrundlagen ganz anders sind. Ich will einfach nur sagen, da stimmt was nicht. Also man kann einfach sagen, alle Kurven sind konkav und alle Konjunkturwellen sind 8 Jahre lang. Und dann irgendwelche Voraussagen auf Steuern machen. Das klappt so nicht. Deswegen weiß man ja gar nicht, wann Hochkonjunktur ist oder nicht. Und dann wäre es besser, man macht einfach lieber gar keine Schulden. Also man führt sie einfach grundsätzlich zurück, einfach ohne irgendwelche Wellen oder sowas. Und was soll man sonst machen? Normal wirtschaften. Wie ein Unternehmen Gewinn machen. Gut, weiter. Das habe ich jetzt nochmal, habe ich schon alles erklärt. Also die mit den 60% auch. Wer die Folien haben will, kann sie haben. Ich schreibe vielleicht, es steht ja in dem Gutachten drin, also ich habe jetzt so, ich glaube 6 oder 7 Wordseiten, also so 10 Buchseiten darüber geschrieben, über die ganze, ein bisschen gelehrter, also nicht so schwungvoll, ein bisschen netter. Weiter. Also, ich weiß nicht, kennt man sowas? Da gibt es so ein Standardlehr, also wir haben 2 Professoren aus Amerika, immer aus Amerika, Kaplan und Norton, haben einen ersten Artikel geschrieben, dann gibt es auch ein Lehrbuch darüber, das ist in Deutsch, glaube ich, erst so Anfang der 2000er zu lesen, das heißt Balanced Scorecard. Da sagt man, also das ist eine typische Form für ein Unternehmen. Man sagt, wir gucken uns nicht mal nur die Finanzen an, also was wir an Schulden oder Guthaben haben, sondern wir gucken uns einfach mal an, wie ist unser Status in Bezug auf die Zukunft, das heißt Potenzial da, auf die Zukunft und die Mitarbeiter. Haben die Mitarbeiter Potenzial, ist in der Produktportfolio, hat das Potenzial und so, das kann man ja angucken. Dann kann man die Kundenseite ansehen, sind unsere Kunden oder Bürger zufrieden? Sind die glücklich? Ist alles in Ordnung mit denen? Oder sind unsere Produkte bei denen beliebt und so weiter? Das kann man ja auch machen. Man kann natürlich den Gewinn gnadenlos hochfahren, indem man die Kunden bedrückt und sind sie in 2 Jahren weg. Und das, was die Unternehmen da so ein bisschen rumtürken, um Shareholder Value zu machen, das will man ein bisschen nachhaltiger ausrüsten. Und dieses Balance Scorecard ist erfunden worden, damit es irgendwie nachhaltiger zugeht. Und man sagt einfach, man definiert alle Dimensionen, worauf man einfach gucken soll. Und dann macht man einzelne Bestandskennziffern und sagt dann einfach, wie ist der, also jetzt fürs Land bezogen, wie ist der Zustand der Brücken, wie ist der Zustand der Straßen, wie ist der Zustand der Schienen, wie viele Verspätungen gibt es, wie haben wir genug Flugplätze, sind die in Ordnung und so weiter und so weiter. Ist alles für die, und dann hätte man das. Und das ist, was die Piraten immer fordern, dass Transparenz da wäre. Also es wäre einfach, wüsste das. Und dann könnte sich der Wähler einfach mal angucken, wie weit man ist mit den Straßenlöchern. Also wie viele gibt es noch? Ich weiß, da kann man immer noch schummeln, man kann die Löcher irgendwie wegmachen oder mit Sand zuschütten, dann nicht mitzählen und so weiter. Und alle werden sich da irgendwie Mühe geben, aber im Grunde kann man das fast über das Internet feststellen. Also diese Brücke ist kaputt, machen wir eine Abstimmung, wie bei Amazon kriegt. Jede Brücke kriegt 3 oder 4 Sterne. Ja, das kann man ja irgendwie über die Bürger lösen oder irgendwie. Und dann hätte man so ein gewisses Gefühl, wie der Fortschritt eines Unternehmens wirklich ist. Und das ist der Sinn von dieser Geschichte. Bei den Unternehmen hat das nicht beliebig gut funktioniert, sondern nur bei denen, die es echt wollten, dass es funktioniert, dann ist es sehr gut. Also trotzdem kann man immer noch eine Menge schummeln. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist der Stein der Weisen. Es ist auch ein Problem, dass der PowerPoint nur 4 richtig zulässt. Also es gibt bei PowerPoint nur diese, man kann nicht gut 5 Ecke zeichnen, gell? Also dann kommen immer 4 raus. Also man könnte ja auch 6 machen oder 8 oder sowas, aber es sind immer 4. Allein weil die BWLer immer 4 wollen, dann wird es schon mal schlecht unter Umständen. Aber ich wollte Sie nur an die Idee gewöhnen, dass man einfach den Status der Dinge einfach doch mal gucken könnte. Also dass man weiß, wie viel Schulden man eigentlich hat. Also wie viel Schulden bedeutet eine Brücke mit 3 Sternen statt 5 Sternen? Wie viel Schulden bedeutet eine ruinierte Schule? Wie viel Schulden bedeutet eine Uni, wo es reintropft? Also bei meiner Tochter, ich war da in Tübingen, da haben sie überall Einwohner gestellt, weil es so irgendwie durch die Flachbauten geht. Ich
Ich hatte damals Schwierigkeiten, eine Professur zu bekommen, weil ich habilitiert hatte 1980 und ungefähr 1975 sind alle Unis neu in Betrieb gegangen. Freiingen, Bochum, Düsseldorf, Bielefeld, alle. Und da tropft es jetzt überall rein, weil man 40 Jahre nichts gemacht hat. Und wenn Sie diese ganzen Schulden zusammenzählen, die man hat, indem man da nichts macht und einen ganzen Aufholbedarf hat, dann kommt eine ganz große Katastrophe zustande und das ist nicht da. So, und jetzt der Rest des Vortrages noch kurz über die Bildung. Das ist die größte Schuldensache. Die ist auch nicht so leicht aufzuheben. Also bei Brücken kann man immer noch welche bauen. Und das mit den Menschen ist schwierig. Also machen wir weiter. Also das habe ich schon erklärt, können wir nicht weiter. Also noch einmal. Das habe ich auch schon gesagt. Bin schon ganz schön sicher, weil alles in der Einleitung schon mal verraten. Ist ja auch die Stunde gleich rum. Können wir weiter? Ich habe das mal aufgeschrieben. Was Computer können. Da machen Sie sich irgendwie falsche, also wenn Sie nicht gerade in so Branchen sind, machen Sie sich da falsche Vorstellungen. Also gerade war in der Süddeutschen über Robo Invest oder so heißt das, Robo heißen die. Gibt es bei Wikipedia den Eintrag. Ich will Ihnen jetzt mal mit Computer Maintenance erklären. Also bei IBM musste man, wenn der Computer kaputt war, der Laptop, musste man ein Stern 144 wählen. Das weiß ich noch. Stern 144. Dann kommt so einer und sagt, was möchte sie? Dann sage ich, mein Computer ist kaputt. Dann sagt er, haben Sie den schon mal hochgefahren neu? Ist der Strom hinten angeschlossen? Also das ist jetzt für Vertriebsleute. Also, wenn Sie jetzt so techie sind, dann kriegen Sie einen Anfall. Also dann müssen Sie ja so eine Viertelstunde so Zeug beantworten. Dann haben Sie den letzten Windows-Upgrade drauf? Haben Sie das gemacht? Und dann ja. Meine Schwester hatte mal so einen Fall. Die haben gesagt, sie muss bei der ISDN-Anlage den Stecker ziehen und wieder rein. Und sagt meine Schwester, dann ist aber das Telefonat unterbrochen. Hat sie auch so einen Wutanfall gekriegt. Und bei ISDN-Anlagen funktioniert das. Also einfach rausziehen, brutal wieder rein. Das ist total gut. Ja, ist egal. Und die haben dieses Programm in den Computerfirmen so sehr perfektioniert, dass also nach einer Viertelstunde der Fehler gefunden ist. Und wenn er nicht gefunden ist, kann man sowieso nichts machen und dann schmeißt man den Computer weg. Das ist perfekt. Und dann stand irgendwann mal an der Tür, wir sollen jetzt nicht mehr Stern 144 wählen, sondern wir können uns dieses Programm, was da irgendeiner im Callcenter macht, nach einer Stunde Anlagenzeit die Fragen vorlesen kann. Das können wir jetzt selber bedienen. Und dann ist der Computer dann bei uns. Und dasselbe macht man jetzt mit Kapitalanlagen. Das sind so wahnsinnig gute Programme, die sowas wie Deutsche Bank Research erfunden hat. Die sind da einfach da drin und dann kriegt man die. Und dann kann man einfach die Fragen beantworten. Wie viel Geld haben Sie? Wie viel Geduld? Was ist Ihr Risikoverständnis und so weiter, dann können Sie alles, wann sind Sie 65, wann brauchen Sie das Geld, alles eintragen, wie viel Risiko von 0 bis 10, alles eintragen, go, und dann sagt er genau das, was der Bankbeamte, hieß das früher, auch abliest. Also Sie können in die Bank gehen und sich das vorlesen lassen oder Sie können es jetzt zu Hause auch machen. Das war's. Und Sie machen sich keine Vorstellung, was man heute machen kann. Also wenn ein Telekom-Techniker, also der ist irgendwas kaputt, irgendwo im Häuschen da, im Zentralhäuschen, der muss dann ein hochqualifizierter Ingenieur hingehen und da irgendwas dran rumschrauben. Das macht man heute nicht, das meiste ist online. Man guckt einfach nach, müssen da Treiber hochgeladen werden. Oder man stellt fest, irgendeine Karte muss da aus Slot 60 rausgezogen werden. Und man muss dann extra einen Ingenieur hängen und das alles analysieren und reinstecken. Das macht man heute nicht mehr so. Heute geht man in einen Briefträger, der geht da rein. Am besten färben Sie die ganzen Gerätschaften in Google-Farben, so richtig prächtig, grellrot, gelb, blau an und dann sagen Sie setzen Sie den Briefträger, der keine Ahnung hat von sowas, setzen Sie eine Google-Brille auf und dann guckt durch die Google-Brille ein Ingenieur in Indien und sagt, nimm das blaue Teil, schraub es ab und mach das rote, was du im Umschlag hast, wieder dran. Das war's.
Und dann werden natürlich die Berufe unglaublich effektiver, weil die hochbezahlten Ingenieure keine Reisekosten mehr haben. Das ist ja jetzt auch durch die Telefonkonferenzen und so weiter und so weiter so. Und im Grunde geht es jetzt darum, dass man irgendwo mit dem Computer mithalten kann. Also ich habe mal nur so einen Satz zu schwungvoll aufgeschrieben. Als Mensch müssen Sie jetzt irgendwie sicherstellen, dass Sie mit dem Computer mithalten können. Also Sie müssen irgendwas können, was das Internet von selbst nicht kann. Und Bankberater ist schon over. Also da gibt es noch so mehr depressive Naturen, die wollen das nicht allein entscheiden, weil sie Angst vor Einsamkeit haben. Und die gehen natürlich dann noch in die Bank. In der Zeitung stand meine Bank, wo ich bin, bei der Sparkasse, wenn Sie die Antwort geben, so irgendeine Antwort, wie viel Geld haben Sie, unter 10.000, dann werden Sie gleich irgendwie einen Billiganbieter verwirfen. Damit befassen Sie sich nicht mehr und so weiter und so weiter. Es wird langsam alles rausgenommen und so weiter. Und das kann ich Ihnen jetzt für alle Berufe durcherklären. Haben Sie schon mal eine Einkommensteuererklärung gemacht, nur als Privatversicherter? Das ist so ein neues Ding. Also meine Privatversicherungen werden steuerlich jetzt anders behandelt. Da muss man seit 2 Jahren irgendwie einen anderen so einen Vordruck haben. Und dann trage ich das ein. Das ist sehr schwer, weil ich es ja noch nie gemacht habe. Also ich habe schon 40 Jahre Steuererklärung gemacht, das ist jetzt neu. Und dann muss man das irgendwie, trage das in Feld 33 auf Zeile 2 ein. Und dann stand in Font 6 ganz, ganz klein, so wie die Kalorien auf Keksen, stand, diese Sachen sind schon von der Continentale aus Dortmund an mein Betriebsfinanzamt übermittelt worden. Das steht übrigens auch auf Ihrer Lohnsteuererklärung. Folgende Daten wurden von Ihrer Lohnsteuer an das Finanzamt von Ihnen übertragen. Das heißt, der Computer vom Finanzamt weiß das schon. Und Sie geben das auf das Formular ein, das irgendwie ohne Qualifikation. Dann geht das zum Finanzamt, der prüft das alles nochmal und tippt es dann von Ihrem Ding wieder in den Computer ein und der Computer sagt, du, das stimmt irgendwas nicht, weil ich es schon weiß. Und das, ich kann Tonnen voll Geschichten erzählen und das wird alles irgendwo schwieriger. Können wir weiter? Und was man wirklich können muss, das ist kein Witz, also das ist jetzt eine relativ extreme Formulierung, man muss irgendwo in so einem Projekt mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeiten. Eine gute Vorstellung ist sowas wie Film, also wie Künstler beim Film. Die haben dauernd andere Projekte. Also praktisch, wenn man Schauspieler ist, dann kriegt man gesagt, du musst dich in 3 Wochen irgendwo auf den Kaimaninseln einfangen und musst die folgende Kleider mitbringen oder auch nicht. Und dann kommt dann Scriptgirl, ein Regisseur und alle möglichen Leute kommen zusammen, die kennen sich überhaupt nicht. Dann machen sie 2 Wochen ihre Rollen ganz genauso, wie das vorgeschrieben ist, im internationalen Team mit verschiedenen Sprachen. Können sie, das wird alles später geregelt mit der Synchronisation. Und dann gehen sie wieder auseinander. Und in dieser Situation muss man teamfähig sein. Sie können nicht einfach, heute ist das normalerweise so, auch bei den Abgeordneten, die sind jetzt 5 Jahre zusammen, so nach einem Jahr haben sie sich zusammengerauft und gewöhnen sich dran. Also aneinander. Aber in der normalen Arbeit, in der Projektarbeit ist, dass sie einfach dauernd neue Leute kennenlernen und mit denen müssen Sie jetzt klarkommen, am besten heute noch. Und dann darf man irgendwie keine Macken haben. Also, und die Teamfähigkeit ist ganz, 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 ganz was Schwieriges. Das kann ich Ihnen sagen. Und alle Leute suchen Teamarbeit, Teamarbeit, Teamarbeit. Und das wird immer so Quark, Quark, Quark. Also weiß ja keiner, was das bedeutet. Und das ist so ein Lippenbekenntnis, so wie Politiker. Wir sind für Frieden und Freiheit. Und wir sind aber immer Krieg. Klar und so. Und darüber möchte ich jetzt abschließend noch was dazu sagen. Weiter mal. Ich habe mal ein paar Berufe aufgemalt. Hoffentlich ist jetzt Ihre nicht dabei, dann sind Sie geknickt. Ich glaube, die Berufe in der Mitte, das sind die Berufe, die es heute gibt oder gestern noch gab. Und die spalten sich jetzt einfach in 2 Teile. Einen in den Maestro, der das richtig gut kann, und einen, der das irgendwie gegen Mindestlohn irgendwie den Dreck wegmacht. Also so ein Malermeister kommt nicht mehr vorbei und macht Ihnen die Tapeten dran. Der Malermeister macht Ihnen ein Innendesign, wunderschöne Sachen und berät Sie mit dem Paket. Also, und dann macht man so eine Aufstellung, Feinspezifikationen und ein Pflichtenheft. Und dann gibt er das an einen Gesellenpool bei uns in Sinsheim.
Also in der Endauswertung haben alle Malermeister im Raum Rhein-Neckar einfach ihre Gesellen in so einen Pool. Nun kommt einer von denen. Also die besitzen dann die Gesellen und Lehrlinge gemeinsam. Ich weiß nicht, ob Sie schon Sekretärinnenpool kennen. Das wird ganz oft gemacht. Also früher hatte man eine eigene Sekretärin, das lohnt sich nicht mehr. Und nun teilen sich welche, die Sekretärin, so am besten. Im Endeffekt rufen sie in Indien an und sagen, ich muss einen Termin machen, und macht einer einen Termin. So. Und die Arbeiten teilen sich einfach so in die schwierigen Sachen. Das ist beim Arzt die Diagnose, beim Rechtsanwalt das Vorgehen vor Gericht und so weiter. Und dann muss es einem einfallen. Beim Steuerberater die Tricks, also was sie von der Steuer absetzen können, was grob eigentlich ihr Einkommen ist. Und dann macht das irgendein Gehilfe. Und der Gehilfe sackt runter auf Mindesteinkommen und der andere, der kriegt das gute Geld. Und das Problem ist, dass von der rechten Seite keine mehr da sind. Weil es sowas wie begabte Innendesigner und sowas nicht gibt oder so echte Gartenbauspezialisten. Mein Garten ist von einem echten Doktor der Biologie. Ha. Ja, also der kann das richtig gut. Es ist auch teurer. Ja, schön. Alle Leute sagen, das ist schön. Ja, und, aber machen kann das dann ein anderer auch. Also muss nur sagen, welche Pflanzen ganz genau so gesetzt werden, dass es genau an dieser Stelle mit genau dieser Beleuchtung jahrelang blüht, immerzu, zu jeder Jahresnachtzeit. So, und das ist die Warnung da. Also Sie können jetzt wählen, also Sie sind nicht mehr Automechaniker, sondern entweder kriegen Sie jetzt das mit der Elektronik geregelt und sind Mechatroniker, oder Sie wechseln Winterreifen gegen Mindestlohn. Ja, also ich habe ein Auto gehabt, das hat Code 00 rausgegeben. Das fuhr nicht und die haben gesagt, das hat 00, das bedeutet, das Auto ist heil. Dann habe ich gesagt, es kann nicht heil sein, weil es ja nicht fährt. Wenn sie, ja, aber wenn es 00 hat, wissen wir nicht, was wir tun sollen. Dann haben sie es dreimal repariert, so versuchsweise, so wie ein Arzt. Das ist mit dritter Meinung. Und dann ist es aber immer kaputt geblieben. Zum Schluss war es ein ganz kleiner Filter. So, das. Und dann habe ich geschimpft und geschrien, so richtig so leidenschaftlich, so gesagt, ich gehe nie wieder, komme ich her. Dann kam der Besitzer von dem Geschäft und hat mir die Hände auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Herr Dück, es war ein mechanischer Fehler, das konnte man nicht annehmen. Fehler sind immer in der Elektronik und so weiter. Und, ich will nur sagen, wenn Sie können jetzt wählen in Ihrem Beruf, gehen Sie auf die rechte Seite oder sind Sie auf der Verliererstraße und kriegen dann 8,50 Euro oder was immer gerade beschlossen ist. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die relativ hart ist. Und deswegen, das ist eine digitale Erklärung für die Schere zwischen Arm und Reich. Und das Problem ist, wenn Sie eine bildungsferne Eltern haben, wenn Sie bildungsferne Eltern haben, sagt Ihnen niemand, wie Sie auf die rechte Seite kommen. Das sagt ihm keiner im Kindergarten, keiner bis zum Abitur an einer Uni auch nicht. Keiner. Sie bringen ihm bei, wie viele Pflanzen sie haben. Sie können die ganzen Kelchblätter aufzählen, wenn sie Biologie-Diplom machen, aber keiner sagt, wann sie schön sind. Nie. Und was ich sagen will, das Bildungssystem leistet gar nichts dafür. Und das macht die Schwierigkeit, also praktisch, es hilft auch nichts, wenn man die Lehrer jetzt umschult auf ein anderes Fach, die müssen im Grunde das da rechts beibringen. Und das da rechts ist gesucht, also wenn in einer Zeitung steht, wir wollen eine eierlegende Wollmilchsau oder also so ein Mensch, der das alles kann, dann meinen sie immer einen von der rechten Seite und dann kommt irgendwie so ein Mensch, der einen normalen Beruf hat und sagt, die müssen mich doch nehmen. Und dann sagen sie, nein, wir wollen einfach so einen Künstler von der rechten Seite. Und dann sagt er, ich bin schon 50 Jahre. Dann sagen sie, ja, du kannst das nicht. Und dann sagt er, ja, ihr seid gemein und seid gegen alte Leute. Das stimmt ja nicht. Ich bin doch auch noch, ich bin schon über 60 und kann noch arbeiten. Ich muss sich nur irgendwie auf die rechte Seite bewegen. Warte mal. Das steht über meinen Zeugnis. Wenn da gestanden hätte, Gunther weiß sich gut zu verkaufen, hätte meine Mutter mich gehauen. Wenn da im Zeugnis gestanden hätte, Gunther ist sehr ehrgeizig, das hätte sie noch hingenommen, aber im Grunde gesagt, lass das. Gunther ist humorvoll und macht immer Witze im Unterricht. Da
Das ist doch, nein, das ist dann schwierig. Also ist die Mutter vielleicht noch ein bisschen stolz, aber sie sagt, lass es. Und was da steht, ist bei meinem Zeugnis, sei ein braver, funktionierender Deutscher am Fließband für 8,50 Euro. Das steht da. Also für mich. Und das muss weg. Ich habe es mal neu geschrieben. Sie können das noch ändern. Also Lehrer gibt es ja hier, also können noch darüber diskutieren. Nur mal einen anderen Vorschlag für die Kopfnoten machen. Die habe ich mal aufgeschrieben unter dem, das ist auf meiner Homepage, wenn Sie eingeben, Dück Oberschicht Code. Die haben gesagt, ihr dürfen Professoren da, ihr könnt das alles, weil meine Kinder haben ja dann so Bildung von zu Hause und das ist ganz einfach und so. Und dann habe ich gesagt, nee, man muss nur die Kinder nach anderen Kopfnoten erziehen. Nach diesen. Und wer das macht, der kriegt dann auch die Leute auf die rechte Seite von der letzten Folie. Es ist aber nicht so einfach, weil die Lehrer das nicht so gut gefunden haben. Also steht im Zeugnis, Johannes hat Kontakt während der Stunde, also, und ist sehr humorvoll und so weiter. Ja, also das gab Ärger. Ja, also das ist nicht so einfach, und weil die Lehrer im Grunde keine Baustelle mit den Kindern haben, und dann kommen immer brave, ordentliche Leute, die immer ihre vorgeschriebenen 100 Vokabeln im Kopf haben, die kommen durch. Und dann kommen sie in die Welt dieser multinationalen Projekte und dann sagen sie, ja, bitte, oh Chef, was soll ich denn tun? Und dann kommen sie, ja, mach keine Baustelle, ich will dich einfach ja, nicht sehen, mach einfach das Projekt zu Ende. Und dann sagen sie, aber was soll ich genau tun? Verstehen Sie, dann kriegen sie heute im normalen Beruf einen Anfall, wenn sie Führungskraft sind, und dann kommt immer einer an. Guck mal, Chef, ist das schön so? Hört mich mal, sind die Farben gut so? Und dann sage ich, es ist gut so und geh und arbeite. Und dann kommt nach einer Stunde wieder, willst du es nicht lieber so? Das kann man heute nicht gebrauchen. Das ist aber der brave Schüler, den wir uns früher gewünscht haben, und den können wir nicht mehr gebrauchen. Ich habe das nur mal so abgekürzt, da gibt es ein ganzes Buch über professionelle Intelligenz. Das habe ich verbrochen. Hoffentlich ist jetzt kein Wissenschaftler für Intelligenz hier. Das habe ich erfunden. Also es gibt eine normale Intelligenz, die haben sie alle. Die emotionale fehlt ihnen wahrscheinlich, weil also die ist ganz selten, also statistisch gesehen. Ich kann immer nur wieder sagen, also kreative Intelligenz hat ja keiner, doch einer im Raum. Kann eigentlich nicht sein. Ich habe schon, und dann... Ich habe es bis zum Erbrechen wiederholt. Also Sie können mal den Test machen. Also kann ich mit Ihnen auch machen. Also das ist ein wunderschöner Test. Also der Test ist, ich zeige Ihnen eine Messingklammer, so eine Büroklammer mit Messing. So wie eine Oblate wird die dem Publikum vorgeführt. Guckt her, seht euch alle an, konzentriert euch auf diese Messingklammer. Und jetzt sagt mir in 2 Minuten 100 Verwendungsmöglichkeiten. Nun gucke ich immer ins Publikum, wenn ich das sage, und ich sehe leere Augen. Gucken Sie, Ihr Gehirn sagt so einen Scheiß, das nehme ich nicht mit. Ja? Und das bedeutet, dass Sie eigentlich nicht kreativ sind. Und jetzt stellen Sie sich das vor, einer Grundschule oder einem Kindergarten mit 5 Jahre, 6 Jahre kriegen gerade ihre Schultüte, kommen den ersten Tag in die Schule und sagen, guck, hier ist diese Messingklammer, in einer Minute 100 Verwendungsmöglichkeiten. Und sagen, kannst du Mädchen den Hintern stechen, du kannst Piercing machen, Ohren ausputzen, Nase bohren, wusch, haben sie 100. Es ist überhaupt kein Problem. Und die gucken dann anders als Sie, die gucken dann echt begeistert, also so richtig mit hellen Augen, nicht so müde. Dann habe ich Talent für Attraction habe ich schon besprochen. Wenn man gesagt hätte, Günther weiß sich gut zu verkaufen, schon verloren. Ich musste extra einen Vortrag halten in Köln auf so einer Künstlermesse, der Vortrag des Titels hieß Mehr Respekt vor Paris Hilton. Sie sind alles so Leute, die beschweren sich, dass die da Sekt trinkt und wegschmeißt oder beim Wiener Opernball da runter, dann gibt es einen Skandal und dann verdient sie wieder 100 Millionen. Und dann sagen sie, das ist nicht gerecht. Die hat diese Intelligenz und sie nicht. Dann schmeißen Sie doch ein paar Prosecco runter die Loge, dann kriegen Sie auch 100 Millionen, machen Sie nicht. Dann
gibt es sowas wie Vitalität. Das ist das, was wir den Politikern gerade vorwerfen, dass sie das nicht haben. Also eine Intelligenz, die sagt, wir gehen jetzt einfach durch die Wand und wir zahlen die Schulden ab und wir machen Profit. Wir sagen wieder, wie früher Made in Germany bedeutet kompromisslos Nummer eins und wir werden diese Leute in Südkorea und Singapur einfangen. Das wäre eine echte Message. Ja, und das geschieht heute nicht. Und wie gesagt, Sie können einfach mal, ich hätte gerne, das hat noch keiner mit mir mitgemacht, ich hätte gerne mal Intelligenztests für alle diese. IQ und EQ gibt es auf der Süddeutschen Zeitung. Sie müssen eingeben SZ, Blank, EQ. Dann können Sie mal gucken, ob Sie ein netter Mensch sind irgendwie. Bitte? Alles klar. Okay, dann machen wir schnell weg. Die muss man nicht durchlesen. Ich wollte nur sagen, dass nur das Problem nochmal schärfen, wenn jemand das haben will. Weil immer sagt, man muss lernen. Und ich habe mal so ein ganzes aufgeschrieben, sowas wie verstehen lernen, analysieren lernen, erkennen lernen, forschen lernen, lehren lernen, coachen lernen, Probleme lösen lernen, für Menschen verstehen lernen, verkaufen lernen. Und Sie können eine ganze Liste machen. Und das Bildungssystem bringt uns das nicht bei. Das ist mein immer wieder der Punkt. Und ich weiß nicht so genau, wie man das ändern muss. Man muss ja erstmal sowas wie Eltern hinkriegen, dass sie den Charakter des Kindes, der mit 3 Jahren irgendwie so halbwegs feststeht, dass sie das irgendwie schon vorher im Griff kriegen, bevor das Kind überhaupt in das Bildungssystem reinkommt. Da ist ja so die Hälfte der Arbeit schon gemacht und das muss man irgendwie reinkriegen. Aber es wird noch nicht mal diskutiert. Also niemand hat eine Ahnung, was er da machen soll. So, noch eine, noch mehr Aufzählung, habe ich oben drauf geschrieben. Wer bringt das den Eltern bei, wenn es die Lehrer auch nicht haben? Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich kenne Leute, die haben, schreiben mir manchmal, dieses System ist scheiße, ich habe 800 Bewerbungen geschrieben und nur Absagen oder gar keine Antworten bekommen. Und ich habe eine 1 im Diplom. Und schimpfen sie. Und dann sage ich, pass mal auf, das Problem ist woanders, schickt man ein PDF von deiner Bewerbung. Und dann guckt man die durch. Und dann steht da, ich bin bereit, mich in alle Fragestellungen schnellstens einzuarbeiten. Und dann sage ich, guck mal, das ist der Code für du kannst nichts. Ich bin bereit, überall zu wohnen. Das heißt, du hast deine Familie. Nun stand ja so ein Satz, schöner Satz drin, ich bin ganz sicher, mit meiner hervorragenden Note, kann man 1,0, muss man nicht schreiben, steht ja hinten drin, eine totale Bereicherung für Ihre Firma zu sein. Sag ich, oh, das sollte ich vielleicht selber beurteilen, wenn ich so eine Bewerbung, das würde ich lieber lassen. Dann habe ich gesagt, die würde ich auch absagen, einfach so. Und dann kam zurück, pass mal auf, das kannst du nicht sagen, die Bewerbung habe ich gekauft. Von einem professionellen Coach und dann geht das so weiter. Also ich warne nur davor, also praktisch, und es liegt immer daran, dass die Leute kein Gefühl für dieses andere haben, dieses Soft Skill fehlt heute und das merkt man auch bei der Bewerbung. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wer einem das beibringen soll. Ich habe mein erfolgreichstes Seminar an der Uni war, dass die Leute alle echte Bewerbungen, soweit sie die hatten, schwärzen, also um den Firmennamen und um ihren eigenen und die haben das dann so per Memo an die Wand gemacht. Und wir mussten alle im Raum sagen, ob sie den einstellen, der die das einstellen. Und man merkte dann, wer das, die Bewerbung geschrieben hat. Das ist der, der so langsam einen Herzinfarkt kriegt und dann so unter den Tisch gerutscht ist. Also wir haben das alles völlig anonym, das sollten wir gar nicht sagen. Und dann sieht man, dass jeder normale Mensch, also wenn man so eine Mehrheitsabstimmung macht, sofort sieht, ob das eine gute Bewerbung ist oder nicht, aber man selber nicht. Und wir können leicht Lehrgänge machen, wie das irgendwie geht oder so, wird aber nicht so gemacht. Gut. Ja, man braucht das alles neu, das habe ich gesagt, das ist nur schön. Spruch, können wir weitermachen. Letzte Folie, was man machen könnte, ich will immer eine Lösung sagen, also für unlösbare Probleme. Also was jetzt in der Schule, in der Uni eine Rolle spielt, ist, dass man irgendwie das missversteht mit der Digitalisierung und die Lehrer geben jetzt den Schülern ein iPad.
oder so ein Algepad für 159 Euro. Und dann ist die Schule voll digital. Und das Problem ist, dass da auf dem Ding nichts angezeigt wird, was irgendwie relevant ist. Und der Lehrer hat von oben, kriegt eine Anordnung, er darf keinesfalls erlauben, dass die Schüler Präsentationen vorbereiten, wo sie Bilder aus Google geklaut haben. Das ist verboten. Sie sollen sich nicht in so einen Bereich gehen und so weiter. Und der Gesetzgeber quasi lässt diese ganzen Bildungsleute völlig im Regen stehen und verbietet quasi dann so eine normale Benutzung von dem Internet eigentlich. Aber man kriegt ein Tablet. Jetzt könnte man zum Beispiel alle Vorlesungen, alles ins Internet stellen. Also jede Vorlesung, Algebra 1 für Anfänger, Mathematik, zweites Semester, erstes Semester, irgendwie alles in jeder Auswertung ins Internet stellen. Von einem Professor, der das sogar erklären kann. Da gibt es nicht sogar viele. Und mein Argument ist, dass wenn man einen super, super Professor als Video hat, dann ist es besser als ein Face-to-Face-Professor, der es nicht erklären kann. Also ich habe gerade einen Student gehabt und er hat gesagt, keiner kann die Vorlesung verstehen. Dann habe ich gesagt, dann geht hin und haut ihn hin. Sagt doch was. Und dann sagen sie, weißt du, das Problem liegt tiefer. Wir glauben nicht, dass es erklärt werden kann. Er findet das, was wir leicht finden, irgendwie erklärt er stundenlang und das, was gar nicht nie verstehen, das macht er, sagt, das ist trivial. Und da kommen wir nicht raus und so weiter. Und eine gute Vorstellung wäre, ich möchte ein Wikipedia haben für alle Pflanzen. Jede Pflanze der Welt steht da drin. Alle Tiere, alle Musikstücke, alle Dramen mit allen Choreografien, alles was es gibt. Goethe hat nicht gewollt, dass wir seine Drehbücher lesen. Der wollte doch, dass wir ins Theater gehen und den Faust angucken. Es ist nicht die Idee gewesen, dass wir den Faust 1 lesen. Das hat kein Dichter gewollt. Dafür sind die Dinger nicht gemacht, das sind einfach Drehbücher. Und Drehbuchlesen ist kein richtiges Schulfach, das hat man jetzt aus Not gemacht, weil man ja kein Theater hat. Aber jetzt hat man Theater, auf YouTube ist alles da. Jetzt könnte ich ja alles drauf fahren und dann richtigen Deutschunterricht machen. Und dann könnte man doch irgendwie mal die Schüler hinkriegen, dass sie ein echt selber Gedicht schreiben. Dann sagen sie, nein, wir analysieren immer nur Drehbücher. Und man muss lernen, wie man ein Gedicht interpretiert. Wenn da vorne drauf steht Grünfuß, muss ich sagen, Vergänglichkeit. Und wenn da drauf steht Gottfried Benn, muss ich sagen, der ist verzweifelt. Das haben wir dann gelernt und irgendwie stand nicht im Gedicht drin, aber wir haben es gelernt, so wie die 50 Vokabeln. Okay? Und mein Plädoyer wäre, dass wir das, vielleicht können wir die Piraten da irgendwie ein bisschen sponsern, dass wir einfach alle zusammen ins Internet gehen und das gemeinsam machen. Das wäre doch schick, wenn die Lehrer als besondere Lernleistung sagen, wir sollen mal einen Wikipedia-Artikel schreiben für irgendwas oder was reinstecken. Können wir mal was Sinnvolles machen, da steht auch der Name. Es gibt Schulen, in Kassel war ich an der Reformschule, da machen sie solche Projekte, dass man was ins Internet stellt und dann kann man bei Bewerbungen sagen, dann, also hiermit bewerbe ich auf die Firma und was ich kann, steht hier. Link, 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 Link. Aber ich meine, dass solche Dinge kümmern. Aber ich suche immer jetzt hoffnungsfroh noch einen Sponsor für das Wiki auf Musik. Wir haben jetzt gerade angefangen, alle Noten das im Internet zu sammeln, also soweit sie gemeinfrei sind, also dass da Bach, Beethoven und so weiter überall da ist. Also wenn Sie Lust haben, können Sie da mitmachen. Also wir haben jetzt so 100 Autoren da drauf. Es fehlt noch so der Schwung, dass überhaupt alle mitmachen. Träumen wir mal davon, dass Schulen vielleicht irgendwie sagen, man könnte ja ein paar Noten von Bach da echt programmieren. Sie suchen doch immer irgendwie im Lehrbereich Projekte, wo man Informatik mit Musik verbinden kann, also Geisteswissenschaft mit irgendwie Computerhandwerk. Das geht. Man muss nicht vorher dran lernen, man kann richtig was Sinnvolles tun, man steht dann auch da drin, man kann sich da eintragen, sagen, das habe ich früher gemacht und so weiter. Es gibt so viel und das kann man gemeinsam machen. Das kostet keine Schuldenbremse, es kostet kein Geld, Sie müssen nur mitmachen und das irgendwie unterstützen. Und dann haben die Lehrer alles da, was es überhaupt gibt und können den Leuten alles digital beibringen, was es alles da ist. Und im Augenblick streiten sich irgendwie so ZDF oder so, die Dramen da alle haben, dass das Rechte geschützt ist und das ist Rechte geschützt und der will nicht und
dann wird wahrscheinlich irgendwie den Lehrern vorgeschrieben, welches Drama von einem Sie gerade, das ist das Beste, das müssen Sie vorspielen, dürfen nicht selber wählen, und dann kommen diese ganzen Bestimmer dazwischen rein und machen das wieder kaputt. Und meine Idee wäre, das würde Piraten-like sein, einfach das Zeug ins Internet bringen und einfach die Lehrer selber entscheiden, was sie damit machen sollen, und die Kinder auch. Das war's. Danke. Danke, lieber Herr Dück. Bei uns Piraten ist alles umgekehrt, da kommt der Fraktionsvorsitzende immer zum Schluss. Und liebes Publikum, was wir gerade gehört haben, war eindeutig kein Vertreter der Gattung Homo economicus, sondern ein Homo sapiens sapiens. Unterart Mathematicus mit der Zusatzqualifikation kann dialektisch denken. Ich habe mir von Fachleuten sagen lassen, bei Mathematikern ist das nicht immer selbstverständlich. Und ich muss mich auch bei Ihnen persönlich bedanken. Ich habe vor ungefähr 2 Jahren im Sommer 2012 einen Tweet abgelassen. Wer über Schwarmintelligenz spricht, muss auch über Schwarmdummheit sprechen können. Und Sie haben daraus ein Buch gemacht. Schwarmdumm, vielen Dank. Jetzt habe ich auch noch Werbung für Ihr Buch gemacht. Und ich weiß, dass Sie es nicht brauchen, aber ich möchte Ihnen ein Päckchen überreichen. Da ist Neurotransmitter drin, zum Lesen und zum Flüssig. Lieber Herr Dück, vielen Dank, dass Sie hier waren, und vielen Dank an meinen Kollegen Michel Marsching und meinen Kollegen Thorsten Sommer, die Sie eingeladen haben für die Verfassungskommission und Sie als sachverständigen, kompetenten Mitbürger akquiriert haben. Vielen Dank, Herr Dück. Alles klar. Danke. Das Buch sollte eigentlich heißen, die Entstehung von Dummheit in Meetings. Schwarmdummheit, okay, ja, genau. Sie können, so einen Vortrag halte ich dann auf der Republika, dass der dann auch ins Netz geladen wird. Bis jetzt hat sich keine Firma bereit erklärt, sich das genau erklären zu lassen.